Wenn man dem Wolf sozusagen mit einem Stromstoß eins auf die Nase gibt, das merkt er sich und das ist Vergrämen. Wenn man den Wolf mit einem Herdenschutzhund begegnet, dann macht er sich in die Hosen und das ist auch Vergrämen. Für eine erfolgreiche Vergrämung ist es wichtig, dass immer dasselbe Tier dieser Lernerfahrung ausgesetzt wird. Wie passiert das, Kollege Leiter-Reber? Es muss dafür zuerst eingefangen und besendert werden. Also mit dem Wolf-Monitoring, wenn ich jetzt ein Problemtier habe, muss ich das zuerst einfangen, besendern und dann kann ich es in nächster Folge auch vergrämen. Wir können den Wolf meinetwegen im Finchgau vergrämen, dann geht er halt nach Graubünden. Dann haben halt die Bauern in Graubünden das Problem. Und im Übrigen habe ich ein Spiel, das ich immer mit mir selber spiele, wo ich mir immer wieder vorstelle, jeder Mensch ist irgendwo ein Tier. Und bei dir denke ich immer, du bist ein Bär. Und hier ist auch so, dass wir momentan nicht die Zuständigkeiten hätten, dies autonom zu entscheiden, sondern jedes Mal auch sogar für eine Vergrämung das Gutachten der ISPRA brauchen. Ich muss hier schon ein paar Sachen richtigstellen. Ich brauche nicht immer das gleiche Tier erwischen und ich muss den besenderten Wolf vergrämen. Wenn ich Stare vergräme aus einem Weinacker, da gehe ich auch nicht einen Star aussuchen und den vergräme ich. Da muss ich generell die Tiere vergrämen. Oder bei den Maulwürfen, wenn ich 20 Maulwürfe im Acker habe, dann gehe ich auch nicht einen besendern und den vergräme ich. Ich werde allgemeine Vergrämungsmaßnahmen treffen oder keine. Und dass das hier in diesem Landtag dann auch noch so dargestellt wird und bei den Haaren ein bisschen herbeigezogen wird, nur um andere Positionen einzunehmen und sich ein bisschen zu differenzieren als Partei, das ist ja Theaterle, was wir da machen. Das Nächste, was mich auch schockiert, ist, wenn Kollege Stapler meint, wenn der Wolf mit der Schnauze am Elektrozaun angeht, dann macht er sich in die Hose. Die Leute machen sich in die Hose, wenn sie selbst den Wolf treffen. Du vielleicht wirst da anders sein, aber dass sich ein Wolf in die Hose macht wegen einem Elektrobandel, dann schau doch bitte an, zäun einmal 5 Ziegen ein, wie die sich in die Hose machen von einem Elektrobandel. Da kannst du jeden dritten Tag kannst du nachsausen, geschweige denn ein Wolf. Die von Kollegin Foppa. Du weißt, menschlich mag ich dich ja. Nur, ich musste in diesem Landtag, ich habe da am Anfang ein bisschen gebraucht. Die ersten Monate muss man sich ein bisschen eingewöhnen. Mittlerweile weiß ich es, Demokratieverständnis ist sehr dehnbar auf der grünen Bank. Und ihr hebt den moralischen Zeigefinger bei anderen. Und wenn du, ich will es dir sogar positiv abnehmen, dass du ein Spiel spielst und die Leute mit Tieren vergleichst. Calderoli hat das auch einmal gemacht, hat 6 Monate bedingte Haft dafür bekommen, als er eine Kollegin mit einer Tierart verglichen hat. Ihr werdet da die Ersten, ganz vorne, die das ankreiden. Deswegen jetzt ein bisschen aufpassen, immer bei den anderen Sachen zu kritisieren, die moralische Instanz zu machen, euer Demokratieverständnis, solange es für euch passt, geht's gut. Und weil's andere tun, weil andere irgendwelche Vergleiche machen, die ich völlig unpassend finde. Aber selber darf man das. Selber darf man es als Spielchen machen und darf die Leute mit Tierarten vergleichen. Kollege Locher, wenn du sagst, es ist fein, dass wir wieder mal drüber diskutieren. Mir geht's nicht darum, dass wir heute diskutieren über den Wolf. Mir geht's darum, dass wir endlich diese Vergrämungsmaßnahmen treffen. Und der Landesrat sagt uns, das ganze Land weiß, dass wir keine Zuständigkeit im Moment haben zur Entnahme. Wir wissen jetzt auch, im Gegensatz zu den Behauptungen von Kollege Stapler, dass wir nicht einmal die Zuständigkeit zur Vergrämung haben. Also wie armselig ist's denn, dass wir nicht einmal einen Wolf vergrämen dürfen in Südtirol. Und es ist auch falsch, wenn die Behauptungen von Knoll und Co. sind, wenn ich einen Wolf vergräme im Finchgau, dann ist er danach in Graubünden. Nein, der bleibt immer da. Ich vergräme ihn nur im Sinne, dass er die Scheu vom Menschen verliert. Wenn ihr ein anderes Tier vergrämt, dann wandert es auch nicht 100 Kilometer raus, sondern es bleibt in der Gegend, es verliert nur die Angst vor dem Menschen. Die natürliche Scheu bekommt es zurück. Und dass wir nicht einmal das imstande sind, als autonomes Land zu machen. Und da wäre es mir auch wurscht, ob Autonomie oder Nicht-Autonomie generell in Europa und in Italien.
Auch andere Provinzen haben Probleme damit, dass wir hier nicht selbst in Stand sind, Vergrämungsmaßnahmen zu treffen. Das ist ja beschämend für uns alle und irgendwo frustrierend, wenn man sagt, ja Leute, was haben wir denn dann in der Hand? Gar nichts mehr. Herr Landeshauptmann, dieses Landesgesetz, Sie wissen es ja selber, das war ja auch von Ihnen 2018 im Sommer. September 2020. Das sind die Fakten. Landesgesetz vor den Wahlen 2018 im Sommer. Wir haben jetzt September 2020. Ich versuche. Es wird langsam zum Zwiegespräch, was auch nicht korrekt ist, das stimmt. Es ist eine Sache, die Entnahme, dass die schwieriger zu erreichen ist. Da ist man dabei und da, glaube ich, werden auch mehrere Bereiche oder andere Regionen auch in Europa dafür arbeiten müssen, dass generell FFH-Richtlinien gesenkt und so weiter werden. Aber dass wir für ein Gutachten zum Vergrämen auch ewig warten müssen, da müssen wir schon sagen, kommt ein bisschen aus die Hufen. Das betrifft aber auch generell die italienischen Vertreter auch hier im Landtag und ihre Parteien und ihre Kontakte nach Rom, dass man hier einmal Schwung macht und da mal ein bisschen Druck nachgibt. Ich muss sagen, ich bin über die Art und Weise der Diskussion wirklich verwundert, überrascht, wie fern manche auch sind von Dingen, warum auch Argumente bei den Haaren teilweise herbeigezogen werden und auch das Eingeständnis, dass wir in Italien sogar für das Gutachten 2 Jahre Arbeit haben, um nicht einmal einen Wolf zu töten, sondern nur vergrämen zu können. Das ist ein Trauerspiel.